Ja, hallo liebe Leute. Ich hatte mir eigentlich mal irgendwann vorgenommen, hier diese Höhlen, die relativ groß sind, wo man sich immer verfranst, wenn es dunkel ist und mit der Fackel auch einfach nicht weiß, wie die aufgebaut sind, dass ich so eine Höhle mal ausleuchte, damit ich mal weiß, in Zukunft, wie in etwa die aufgebaut sind. Wenn man die ein paar Mal gesehen hat, denke ich mal, auch das Video hier, dann kann man etwa abschätzen. Jetzt mittlerweile, wie das aufgebaut ist. Nämlich eine sehr schöne Höhle, aber auch viel Wasser und man kann sich sehr leicht verfransen. Und deswegen hatte ich mir gesagt, mir müssen noch ein paar Fackeln. Ich habe noch 9 Stück. Einige, viele Leuchten gebaut, aber jetzt setze ich noch mal hier eine Fackel drauf. Dann noch mal einen draufsetzen. Da kommen wir her. Ja. Okay. Ja, ich habe diese rundstrahlenden Leuchten gebraucht. Hier vorne habe ich eine. Das ist eine. Die kostet ein bisschen weniger, nur die Hälfte an Aluminium. 10 Stück pro Leuchter, 20 für eine rundstrahlende. Damit man hier einfach da sieht, okay, da geht's los. Aber die Dinger, die fressen halt unglaublich viele Ressourcen. Aber man kann auf jeden Fall ganz gut sehen jetzt, wie es hier aussieht. Auch ohne Fackel meine ich jetzt natürlich. Hier müssen wir eigentlich auf dem Wasser nochmal einen platzieren. Mal die Fackel ausgemacht in der Hand. So, hier ist so eine Art Zwischenposten. Hier liegt eben auch mal Erz. Auch die Vorkommen sind hier relativ hoch, wie ihr seht. Ist natürlich schön da oben, aber ob ich da rankomme. Schauen. Jo. So, sieht man halt, wie schön hoch die Höhle ist. Ja, schon eine. Natürlich trotzdem eine sehr dunkle Ecke. Kann ich auf diesen Absetzer noch was packen, aber es wird die Ecke auch nicht ausleuchten. Jetzt nicht. Da ist ein Wurm rausgekommen, wie man sieht. Fehlt nur noch die eine Hälfte da ist. So mal ein bisschen sparsam sein. Meine Fackeln. Hier ist im Prinzip auch eine Sackgasse. Also ist nur ein Vorkommen hier. Oh nein, ich brenne und ich hänge fest. Ah, jetzt geht's. Okay, Fackel an. Ja, hier ist nochmal ein guter Punkt. Wieder ein guter Punkt. Ich glaube, aus den 3 mache ich mir dann noch mal 4, oder? Ich habe aber noch 3 Fackeln. Ja, gut, gut, gut.
Okay, da haben wir jetzt 13, dann packen wir noch die 3 zu. So, ich habe noch 3 Fackeln. Lass noch mal Kohle. Da oben komme ich jetzt natürlich nicht so gut ran. Müssen wir eine Rampe bauen. Aber auf jeden Fall wäre es ein guter Eindruck. Die dürfte ja bis hierhin leuchten. Natürlich eine unten machen und eine oben. Aktivieren. Ja, eigentlich ist er jetzt. Da würde ich gerne hochkommen jetzt. Da kommt man nicht hoch. Habe ich noch Holz für eine Rampe? Ich habe noch Rampen. Super. Dann war noch eine hier oben hin, irgendwo. Da. Und eine mache ich noch hier hin. So, und damit denke ich mal, wäre das Projekt Höhlenausleuchtung ungefähr abgeschlossen. Also, ihr kennt ja die Höhlen, die gibt es ja mindestens zweimal auf der Waldkarte. Das hier ist jetzt unten in der Schlucht. Geht dann rein. Ich habe mir sogar einen Höhlenentfeuchter gebaut. Steht hier unten. Angeblich soll er die Würmer vertreiben, macht er aber nicht. Da stand ja irgendwie in der Beschreibung. Angeblich aufgrund des hohen Tones soll er die Würmer, sogar die Höhlenwürmer vertreiben. Kann ich aber nicht bestätigen. Wir haben gerade noch einen gesehen. Gut, da kommt man jetzt hier runter. Dann wird man schon angegriffen. Deswegen weiß man auch nie genau, wo man sich befindet. Man sieht nur Wasser. Und dann plötzlich merkt man tiefes Wasser, aber man kann hier rechts gehen. Oh. Die jetzt alle respawnen. Ich hätte alle umgebracht. Okay, das ist einfach. Friss Eisen. Wir schießen ja mit Eisenmunition. Gut. Hier ist ein Vorkommen, in dem Fall ist es ein Tiefbau-Erzvorkommen Kohle. Das kann natürlich immer variieren. Oh, da oben könnte man auch mal eine Fackel platzieren. Aber ich denke mal, im Wesentlichen sieht man jetzt, wie die Höhle aufgebaut ist. Gut, hier ist so eine kleine Ecke, da kann man natürlich noch ein bisschen Kohle als abbauen, damit man die Fackel füllen kann. Geht auch relativ weit hoch die Höhle, aber ich meine, man kann da eigentlich in der Regel, ja, außer da ist zum Beispiel was versteckt, kommt man irgendwie auch relativ schwer, aber irgendwie kann man da hoch, glaube ich. Und was mit Rampen arbeiten. Ja, hier ist dann wieder so eine kleine Nische, aber die führt auch nirgendwo hin. Das ist wieder Platin. Ich muss meine eigene Fackel mal ausmachen, aber das sieht lieber an, das hilft ein bisschen. Ja, in der Mitte ist halt richtig tief. Da könnt ihr auch nur tauchen.
Aber es geht ja nicht noch tiefer mit ihr. Ja schon. Gut. Ja, da oben wäre noch eine Fackel ganz gut. Da habe ich jetzt schon einmal. Weil da oben ist so dunkel. Aber ich glaube, da oben gibt es auch gar nichts, wenn man hinstellen könnte. Ist eine relativ klare Wand. Klar, eine steile Wand. Ja, aber im Wesentlichen habt ihr mal einen Eindruck gewonnen, wie die Höhle denn so aufgebaut ist hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ein kleines Informationsvideo über diese großen Höhlen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da oder ein Abo. Vielleicht, ich werde auf jeden Fall mehr Videos machen mit Icarus. Macht mir total Spaß, das Spiel. Und wie ihr seht, habe ich mich hier lange, lange darauf vorbereitet, denn das hier ist ja alles schon High-End-Technologie. Genau wie der Höhlenentfeuchter. Alles wird hier an dem Fabrikator hergestellt, auch die Leuchten. Ja, dann bis zur nächsten Folge, euer Dan Germany. Bye bye.